Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Ni no Kuni. Wir sind das letzte Mal in Alcowald angekommen, haben erstmal eine Übernachtung im Katzenkörbchen gehabt, damit wir uns hier wieder ein bisschen besser fühlen und wollen jetzt mal gucken, ob wir denn nicht Rashid finden können. Und ich sehe gerade, ich habe hier beim Aufnehmen ein paar rote Zahlen. Ich hoffe doch, das Spiel leckt nicht. Ah, jetzt scheint sich zu beruhigen. Also sollten wir jetzt hier am Anfang ein paar kleinere Lecks oder sowas gehabt haben, tut mir sehr leid. Aber scheint sich jetzt wieder zu beruhigen. Also, ja, wie gesagt, könnte sein, dass wir da ein paar kleine Lecks drin gehabt haben. Okay, Freunde, dann wollen wir mal gucken, ob wir Rashid irgendwo finden. Kann ich denn hier mit den Leuten reden? Aber das bringt mir, glaube ich, nicht wirklich viel. Wir gehen einfach mal weiter und gucken, ob wir hier irgendwo einen Hinweis finden. Da sehe ich doch schon mal was Grünes. Und hier leuchten überall schon Punkte. Und da müssen wir offenbar hin. Ich würde mal sagen, wir reden mal vielleicht mit denen hier. Hallo? Es hat keinen Sinn. Ich kann mich einfach nicht aufraffen. Lass mich in Ruhe. Oh. Was ist mit dir geschehen? Du warst so voller Tatendrang, als wir aus Katzbucke losgezogen sind. Oh, sind das? Haben wir die schon mal getroffen, hier die zwei? Stimmt etwas nicht? Nun, wir sind fahrende Händler, aber seit wir in Alcowald angekommen sind, hat mein Mann seinen Verkaufswillen völlig verloren. Und wir haben uns all die Mühe gemacht, Katzbuckel zu verlassen, die Welt zu bereisen und genug Geld zu verdienen, um unseren Traumladen zu eröffnen. Wen interessiert der dumme Laden? Sachen zu verkaufen ist dermaßen anstrengend. Lassen wir es einfach sein. Das sieht nicht besonders gut aus, oder? Ich würde sagen, dass unser Freund hier nicht ganz auf der Höhe ist. Anscheinend wirst du mir keine große Hilfe sein. Dann werde ich wohl einfach für uns beide arbeiten müssen, was? Oder wir könnten sein gebrochenes Herz heilen. Eine große Portion Enthusiasmus sollte genau das Richtige sein. Sollte es, So, möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Ein reisender Händler hat in Alcowald den Antrieb verloren, seinem Gewerbe nachzugehen, zum Kummer seiner Frau. Ja, dann machen wir das doch mal fix. Ja, wir müssen ihn heilen. Wir können Leute, die unsere Hilfe brauchen, nicht einfach im Stich lassen. Ist doch klar, oder? Auf geht's, besorgen wir ein bisschen Enthusiasmus. Ich hab doch welchen, oder? Ja, Herz schenken. Bitteschön. Okay. Ah, wartet mal, ich muss mich mal anders hinsetzen. So. Na, wo bin ich? Was habe ich getan? Oh genau, wir müssen genug Geld verdienen, um unseren Traumladen zu eröffnen. An die Arbeit. Schatz, du bist wieder der Alte. So ein Glück. Entschuldige, Schatz. Habe ich dir Sorgen bereitet? Es tut mir so leid. Jetzt geht es mir besser. Lass uns wieder an die Arbeit gehen, ja? Super, wir haben geheilt. Danke vielmals, dass ihr mir geholfen habt. Ihr habt euch ein ganz besonderes Gratisgeschenk verdient. 3 Augenöffner und 100 Gulden. Nice. Und 2 Stempel. Wundervoll. 2 Verdienststempel und einen weiteren als Bonus. Oh, schön. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch gerade 3 bekommen. So, hier können wir nochmal was abgreifen, würde ich sagen. Bist du das? Ja. Willkommen, willkommen, willkommen. Oh, was für ein schöner Umhang. Aber was für ein modebewusster Kuwaiti ist das nicht gerade der... was für einen modebewussten Kuwaiti ist das nicht gerade der letzte Schrei? Willst du deine Garderobe mit einigen unserer hochwertigen Textilien für jede Geldbörse veredeln? Schnapp jetzt zu oder bereue es auf ewig. Dufte, schau mal, das ist echt schön. Ein neuer Umhang, Hey, Olli, wir sind hier nicht auf Einkaufstour. Schwimmen wir vielleicht im Geld oder was? Oh, eine Fee und noch dazu ein äußerst stilsicherer junger Herr. Ich habe hier etwas, das genau deine Kragenweite wäre. Mal sehen. Jawohl, perfekt. Meinst du? Ja, da hast du nicht unrecht. Ich würde damit total schnieke aussehen. Tröpfchen. Entschuldige, Olli. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen. Ich muss schon sagen, das Mädel ist eine geborene Verkäuferin. Kommt herbei, kommt herbei. Feinste Stoffe, die euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und euch mit Elan erfüllen. Sieh nur, die Fiole glüht. Und ich denke, ich weiß auch warum. Die junge Dame hier hat mehr Enthusiasmus als eine Schule voller Erstklässler. Entschuldigen Sie, meine Dame. Wir wollten Sie etwas fragen. Was ist denn los, junger Mann? Du bist so an unseren feinen Stoffen interessiert? Ich kann dir einen vorzüglichen Preis anbieten. Nein, das ist es nicht. Ich wollte fragen, ob Sie uns vielleicht etwas von Ihrem Enthusiasmus leihen könnten. Oh, du redest aber lustiges Zeug. Mein Enthusiasmus und mein Lächeln, das gibt es wie immer gratis. Nimm dir so viel du willst. Das ist wirklich sehr liebenswürdig von Ihnen, aber wir brauchen nur ein klein wenig davon. Na dann.
Immer her damit, würde ich sagen, hä? Gut. Da haben wir da auch gleich nochmal Neues bekommen. Wundervoll. Das fühlt sich seltsam an. Jetzt fühle ich mich noch motivierter zu verkaufen, verkaufen, verkaufen. Sehr gut. Okay, so, da müssen wir hin. Ja, machen wir das mal gleich. Guten Tag. Das scheint Rashid zu sein. Excuse me, are you Mr. Rashad? Yes, I am. Mr. Rashad, sir, I need you to teach me magic. I need you to teach me the most powerful spells there are, so I can defeat Shadar. Defeat Shadar, you? Yes, sir. Your journey has been wasted. I no longer practice the magic arts. Huh? But why not? I thought you were one of the four great sages who knows everything there is to know about magic. It matters not what I was. I use magic no more. Is she... What do you want? Who are you? Jeepers. The poor thing's broken-hearted, looks like. Shadar stole a piece of her heart. It was my fault. I defied him, and to punish me, he did this. That is why I fight no longer. I cannot risk my child's life. I will not. We must accept our fate and live out our days in peace. Mr. Rashad, sir, you're wrong. She wouldn't want this. She's not in pain because a piece of her heart was stolen. It's because you gave up fighting. Because you gave up on everything. That's why she's in pain. You are sure of this? Yes, I am. I see now that you would say anything to enlist my aid. Huh? Begone! Leave us in peace. You're making a mistake. I wasn't trying to... Well, he wasn't wrong. It looks like Shadar's stolen a part of the poor Dab's heart. Then we have to help her. We have to make her heart whole again. Nah, looks like, I said. This is different. Huh? Her heart's not just broken, it's closed. Closed? What does that mean? It's like this, see? She's not just had a part of her heart stolen, she's closed it up tight too, to keep the rest safe, like. So, before we can think about replacing what's missing, we'll have to open it back up again, innit? And how do we do that? We go to your world. If we find whoever she's connected to by there, we can work out what's going on with her by here. So we head over your way and find her soulmate. All right, let's do it. Righto, back to your world it is. Ja, und vielleicht kommt euch das kleine Mädchen ja ein bisschen bekannt vor. Ja, wir müssen also jetzt quasi ihre Seelenverwandte finden. Und das werden wir auch tun. Ich will nur eben fix mal hier... wo sind denn hier eigentlich die Läden? Wartet mal. Kann ich mal die Map aufmachen? Sind wir überall dran vorbeigelaufen, ne? Ich will erstmal eben fix noch diese Sachen hier machen. Oh, es ist eine Tragödie. Wie soll mein lieber Schatz das nur überleben? Ist das nicht in Ordnung, gute Frau? Meine Seele, mein Ein und Alles, mein liebster Ehemann ist zum Goldhain gereist, um nach köstlichen Pilzen zu suchen, aber er hat sein Mittagessen vergessen. Verflixt, das nenne ich katastrophal. Ja, ich schätze, das ist ziemlich übel, oder? Er muss mittlerweile richtig Kohldampf haben. Und wie, oh, und wie, und wegen den wilden Tieren im Wald kann ich ihm das Essen nicht selbst bringen. Oh, was soll ich nur tun? Goldhain, wie? Das ist doch der Wald, durch den wir gekommen sind, der mit all den riesigen Pilzen. Das stimmt, Olli. Der fruchtbare Forst voller fantastischer Flora und Fauna. Ein ziemlich guter Ort, um nach ein paar Fressalien zu suchen. Oh, ihr kennt den Goldhain also? Dann muss ich euch dringend um einen Gefallen bitten. Sicher wird euch das große Umstände bereiten, aber das ist ein Notfall. Bitte, ihr müsst meinem herzallerliebsten Ehemann das Mittagessen bringen. Der Ehemann einer Kuwai, die Frau, hat sein Lunchpaket vergessen, als er losgezogen ist, um Pilze zu sammeln. Ja, dann bringen wir ihm das doch bitte. Sie möchten, dass wir es zum Goldhain bringen? Sicher, überlassen Sie das uns. Du wirst mir in meiner Not beistehen, mein kleiner Held. Hier, das ist das Mittagessen, das ich meinem Liebsten mit aller Hingabe zubereitet habe.
Ihr dürft es aber nicht probieren, egal wie köstlich es auch riechen mag. Diese Mahlzeit ist ausschließlich Liebenden vorbehalten. Ein liebevolles Lunchpaket. Oh, das sieht aber auch sehr liebevoll aus. Mm. So, das wäre das. Und dann haben wir hier drüben noch eine Quest. Wo ist es da? Oh, das geht so nicht. Es ist schlecht fürs Geschäft. Sehr schlecht. Was ist denn los? Die Wüste ist voll von räuberischen Dickschädeln. Die reisenden Händler, die uns frische Ware bringen, werden angegriffen. Ich fürchte, bald werden wir keinen Nachschub mehr erhalten. Wenn es nur jemanden gäbe, der uns diese klapprigen Schufte vom Hals schaffen könnte. Die stecken anscheinend ziemlich im Schlamassel. Was, Olli, sollen wir unsere Hilfe hier anbieten? Macht sich Sorgen, weil ihre Versorgungswege angegriffen werden? Ja, das machen wir. Doofe Dickschädel. Ich helfe Ihnen, ich besiege diese Dickschädel für Sie. Hör schon auf, Kind, es geht uns nicht so schlecht, dass wir darauf angewiesen wären, deinesgleichen ins Verderben zu schicken. Aber nein, Mann, du kapierst das nicht. Er hat doch mich, Tröpfchen, den großen Großfürsten der Feen. Ich passe schon auf ihn auf, dem passiert nichts. Und was genau hast du vor, kleiner Mann? Willst du an ihren Schienbeinen nagen, bis sie davonhüpfen? Du, so eine Unverschämtheit. An den Schienbeinen nagen, von wegen. Olli, unser Stolz steht hier auf dem Spiel. Wir müssen diesen knochigen Kerlen ordentlich eins überziehen. Klar, auf geht's, Tröpfchen. Nun gut, besiegt 10 Dickschädel. Das sollte es unseren Lieferanten ermöglichen, zu uns durchzudringen. Das können wir gerne tun. Sonst haben wir hier keine Quest mehr. Nee. Ich gehe nochmal ganz kurz, wie gesagt, in die Läden und dann können wir weitermachen. Das war einmal hier. Nur mal gucken, was es hier Neues gibt. Und ob hier irgendwo noch Truhen rumstehen. Da zum Beispiel. Die nehme ich doch sehr gerne mit. Da bekommen wir ein Sandwich. So. Ja, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Die sagen eh meistens das Gleiche immer, ne? So, das kennen wir alles schon. Eine Phönixfeder bringt einen wieder zu Bewusstsein. Ich werde jetzt mal nicht mehr alles vorlesen. Ihr könnt das ja selber fix lesen, wenn euch das interessiert. So, dann haben wir den Augenöffner. Habe ich mir schon gedacht, dass das gegen Blindheit ist. Das ist gegen Schläfrigkeit. Und hier haben wir noch was, was Flüche aufhebt. Das ist eigentlich auch nice. So, Süßigkeiten, die müssten wir, glaube ich, alle schon kennen. Schokolade, das ist hier gegen... das bringt Angriff, das macht Verteidigung. Magischen Angriff, magische Verteidigung. Genauigkeit und Flinkheit. Und dann haben wir hier noch Zutaten, das kennen wir bereits. Saftig süße Karotte schmeckt auch roh, zudem lasse ich daraus Leckereien für Vertraute zubereiten. Zartes Fleisch... Reis und Joghurt, Milch und Barbanen. Mhm. Na gut. Ja, solche Sachen muss man dann sich ein bisschen merken. Vor allem die Zutaten, die wir später noch brauchen werden. Wo man die dann alle bekommt. So wichtiger ist aber, mich interessiert eher mal hier oben der Auftragsexpress und der Waffenhorst. So, haben wir hier noch eine Truhe irgendwo? Nein. Ich gehe erstmal ans Brett. Doofe Dickschädel, die haben wir beide schon angenommen. Dann könnte es halt sein, wir haben hier noch eventuell eine Monsterjagd. Nee, alles klar. Das ist gut erstmal. Und hier oben haben wir noch den Waffenhorst. So. Bei dir gibt's auch keine Truhe. Alles klar. Schauen wir mal. Das würde was hier für unseren Ulmel bringen. Oh, richtig viel sogar. Plus 10 Angriff. Plus 9. Und das wäre was für ihn. Hm. Plus 4 Verteidigung. Hier sogar... Okay, wartet mal.
Hier ist schon einiges dabei, was wir kaufen könnten. Aber ich glaube... Ich glaube, ich lasse es erstmal sein. Wir gucken mal, ob wir vielleicht so von den Sachen noch was kriegen oder finden. Und wir gehen dann eher dahin, wenn wir, sag ich mal, wenn wir dann weiter müssen in die nächste Stadt und kaufen dann nochmal ein paar Sachen. Ich wollte nur mal so wissen, was es so gibt. Also es sind schon coole Sachen dabei, aber die kosten halt auch alle relativ viel. So, jetzt sollten wir ja ein Portal öffnen, ne? Genau. Dann gucken wir mal, ob wir denn die Seelenverwandte finden von dem kleinen Mädchen. Ich könnte mir da schon jemanden überlegen, der da eventuell passen würde. Ich denke, ihr vielleicht auch. So, schauen wir mal. Also, wo fangen wir an zu suchen? Du weißt noch, wie das geht, oder, Olli? Wir müssen die Gemeinsamkeiten aufspüren. Irgendwo hier gibt's jemanden, der unserer jungen Esther irgendwie ähnelt. Also, welche Mädels fallen dir ein? Mädchen? Ich rede eigentlich nicht mit Mädchen, meistens nur mit Philipp. Verflixt, das ist überhaupt nicht gut. Wie sollen wir das dann anstellen? Ich bin sicher, dass sie mich an jemanden erinnert. Esther heißt das Mädchen also. Hat uns das der Mann verraten? Ich weiß es gar nicht. Kannst es aber nicht genau sagen, was? Egal. Wenn der Geist eine Pause braucht, müssen eben die Beinchen ran. Drehen wir mal eine Runde durch die Stadt und schauen, ob wir Esthers Seelenverwandte finden, ja? Okay, Tröpfchen, suchen wir dieses Mädchen. Okay. Gibt es denn schon einen Hinweis? Ja, wir brauchen einfach nur geradeaus nach unten laufen. Machen wir das mal. Du, 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 di, di, du. Wie gesagt, ich weiß auch, an wen sie mich erinnert. Oliver offenbar auch. So. Hey, da fällt mir ein. Spuck's aus, Junge. Denkst du gerne an Mädchen? Denkst gerne an Mädchen, stimmt's? Was? Nein, ich hab nur... Als ich Philipp in seiner Werkstatt besucht habe, war da dieses Mädchen. Sie hat uns immer von ihrem Fenster aus beobachtet. Von ihrem Fenster aus, was? Klingt nach einem richtigen Mauerblümchen. Ja schon, es ist das Fenster da oben. Da ist auch schon. Oh, da ist die Tröpfchen. Mensch, Olli, wieso ist sie dir nicht gleich eingefallen? Die ist ja doch wie aus dem Gesicht geschnitten, Mann. Hä? Wem denn? Was denkst du denn, du Dödel? Der Tochter des Weisen natürlich, die offensichtlich ihre verflixte Seelenverwandte ist. Ist das wirklich so offenkundig? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast aber gute Augentröpfchen, sie war ja nur ganz kurz am Fenster. Unterschätzt niemals die Adleraugen einer Fee, mein Junge. Ich könnte ein Staubkorn auf einer Nadelspitze erkennen, jawohl. Egal, sie ist es, kein Zweifel. Wir müssen uns einen Weg in ihr Zimmer bahnen. Okay. Na dann, gehen wir mal einfach ein Mädchen besuchen. Wo muss ich denn da? Einmal drumherum hier. Okay, ja, von vorne geht's natürlich rein. Dann hat sie hier wahrscheinlich durch das hintere Fenster geschaut. Greift er uns eigentlich an, wenn wir zu dem hingehen? Hallo! Wuff, 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 gra! Okay. So, guten Tag. Hat keinen Zweck, keiner macht auf. Stimmt etwas nicht, mein Lieber? Es ist niemand zu Hause, musst du wissen. Ich muss mit dem Mädchen sprechen, das hier wohnt. Bist du ein Freund von Myrtle? Oh, du Ärmster, das machst dir sicher große Sorgen. Du machst dir sicher große Sorgen um sie. Hä? Meine Güte, du weißt gar nicht Bescheid. Also, unter uns gesagt, Myrtles Familie macht schwierige Zeiten durch. Wieso denn? Ihr Vater arbeitet Tag aus, Tag ein. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Er ist kaum noch zu Hause. So eine Schande. Rusty war immer ein so liebevoller Vater. Aber irgendetwas ist ihm zugestoßen. Er hat sich verändert. Manchmal kann ich sein Brüllen durch die Wände hören. Ich weiß nicht, wie die arme Betty damit zurechtkommt. Und die arme kleine Myrtle, er ist so eine Schande. Betty ist... Rustys Frau, genau. Und sie steht immer noch zu ihm, wie am ersten Tag. Erst heute Morgen habe ich gehört, wie sie ihm versprochen hat, ihm sein Mittagessen in die Werkstatt zu bringen. Und sie bereitet diese Sandwiches mit so viel Liebe zu. Es bricht einem das Herz, mir kommen schon die Tränen, wenn ich nur daran denke.
Solch eine gute Seele, die arme Betty. Ich würde diesem Rusty Wagner gerne mal die Meinung geigen. Oh je. Oh, aber ich schwatze schon wieder zu viel. Hör nicht auf mich, Schatz. Ich bin nur ein verrücktes altes Weib. Grüß Myrtle von mir, ja? Verdammt, bei den Wagners hängt der Haussegen wohl ganz schön verdammt schief. Tröpfchen, wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir müssen ihr helfen. Wir müssen Myrtle helfen. Leichter gesagt als getan, Olli. Sie kommen nicht auf den Plausch raus und wir kommen nicht rein. Es sei denn, wir zaubern die Tür auf. Du hast recht. Wir sollten die Tür mit Magie öffnen. Nur ich weiß, wie das geht. Nur ich kann da rein mit ihr reden. Und mit ihr reden. Bist du sicher, dass du das machen willst, Junge? Also, als meine Mama gestorben ist? Wenn du mich nicht in deine Welt mitgenommen hättest, als ich dachte, ich sei ganz allein. Wenn du mir nicht geholfen hättest, wäre ich jetzt immer noch allein. Darum müssen wir Myrtle helfen. Wenn wir das nicht tun, wird sie dazu verdammt sein, immer nur aus dem Fenster zu schauen. Ganz allein. Na gut, das ist ja wohl ein ausreichender Anlass für einen kleinen Einbruch, denke ich. Lass uns reingehen. Okay, Tröpfchen. Alles klar. Na dann. Schloss öffnen! Lass uns rein! Klick. Nanu, sie geht nicht auf. Hä? Das ist aber komisch. So ein billiges Schloss sollte eigentlich kein Problem sein. Was ist los, Tröpfchen? Es liegt an der Tür, Junge. Eine böse Macht beschützt sie. Dein Zauber ist nicht verpufft. Die böse Macht hat ihn gekontert. Gekontert? Oh nein. Das muss das Mädel sein, nicht? Sie ist immerhin die Seelenverwandte der Tochter eines Waisen. Glaubst du? Und was machen wir jetzt? Ich kann dir sagen, was wir nicht machen. Versuchen, zur Haustür reinzukommen, ist eh nicht nett, bei fremden Leuten einfach so reinzuschneien. Du hast recht. Ich denke, wir müssen einen anderen Weg finden. Tja, na dann wollen wir mal gucken, wo uns denn jetzt als nächstes unser Weg hinführt. Oh! Das war... Pia! Hey, vielleicht... Nanu, was ist los, Olli? Vielleicht weiß Pia etwas darüber. Oi! Was geht denn hier ab, verflixt? Pia. Hallo, Pia. Oliver, du musst da rein. Ja. Aber ich komme ja nicht rein. Sie ist offen. Wie zum anderen Zauber benutzt oder was? Nein, ich war das gar nicht. Das war Pia. Hä? Wo ist sie hin? Nicht so wichtig. Dann mal rein, oder? Da oben ist schließlich ein Fräulein in Nöten, Junge. Hello. Who are you? My name's Oliver. Don't worry, I'm not crazy. I'm a kid from right here in Motorville. Just like you. I know. I've seen you. You have? I'm sick. I can't leave this room. If I go outside, it hurts. So all I can do is look out at the world from my window. That's why they call us Steady Mary. Shh! Don't worry, man. No one can hear me but you. I can talk as loud as I want! Yes, that's why they call me Steady Mary. Huh? Tricky! Can she hear me? That's what they call me around here. But you knew that already, huh? I bet you think I'm weird, don't you? No, I don't. It's okay. I don't mind. You should go before my father comes home. Oi, come here a sec. This is proper weird. I've looked as hard as I know how, but she doesn't seem sick at all. She's as fit as a fiddle, in fact. You mean you can tell? I'm Lord High Lord of the Fairies, and of course I can tell. So what is wrong with her? Well, whatever sickness she had might be gone, but something still got a hold over the poor dab. Hmm. What is it? Oh, nothing. I'm gonna come see you again. Okay, Myrtle? Huh? Well, if you can't leave your room, I'll come to you instead. That way we can be friends. How does that sound? Oliver,
You can't. Huh? My father won't allow it. You should leave. But Myrtle... Es ist genauso, wie du gesagt hast, Tröpfchen. Man könnte fast meinen, Myrtle und Esther wären ein und dieselbe Person. Sag ich doch, oder? Könnten Zwillinge sein, Mann. Ich wusste, dass sie Seelenverwandte sind, gleich als ich sie das erste Mal gesehen habe. Aber sie hat kein gebrochenes Herz. Etwas anderes verhindert, dass es ihr besser geht. Es sind sicher ihre Eltern. Ihre Familie ist... Wenn man der Klatschtante glauben will, ja. Ihre Eltern scheinen sich ein bisschen in den Haaren zu liegen. Wollen wir uns wirklich in so eine Familiensache reinziehen lassen, Olli? Das vielleicht nicht, aber wir müssen Myrtle helfen. Familie ist wichtig, das Wichtigste überhaupt. Tja, wenn du es so sagst, na gut, helfen wir dem armen Mädel, auf zu Rustys Werkstatt. Gehen wir, Tröpfchen. Okay, dann gehen wir mal. Wo ist denn Rustys Werkstatt? Hier vorne. Das muss Rustys Werkstatt sein. Ich habe ein ganz komisches Kribbeln in der Laterne. Du solltest wirklich gut vorbereitet sein, bevor du da reingehst. Okay, Tröpfchen. Ja, Freunde. Genau, und das würde ich nicht unbedingt noch in dieser Folge machen wollen. Auch wenn die jetzt noch ein bisschen kürzer ist dann diesmal, möchte ich da gerne in der nächsten Folge reingehen. Denn... wie Tröpfchen schon sagt, sollten wir da nicht unvorbereitet reinschneiden. Ich speichere hier nochmal ab. Und dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Und dann mal schauen, was uns da erwarten wird. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier, wenn wir in Rustys Werkstatt gehen. Und mal schauen, was denn der Vater von Myrtle so macht, beziehungsweise was mit ihm eventuell nicht stimmen könnte. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin und tschüss!